Willkommen zurück, liebe Freunde. Hier ist der Captain. Wir sind auf unserer Insel. Wir spielen Stranded Deep. Das ist unser Boot. Das ist unser Werk der Nacht. Nachdem wir erfolglos versucht haben, beim letzten Mal den Hai zu töten, haben wir uns dann noch entschlossen, etwas ein bisschen Kreatives zu machen. Und nun kommt die Feuerprobe. Was? Warum? Was? Ach so. Ja, doch. Ja. Nee, die Machete behalte ich. Machete. You know, Machete. So, 16 Sticks. Mit diesen Nein, tun wir nicht. Ach ja, dass man immer wieder einen Platz noch braucht. Mit diesen 16 Sticks fahren wir jetzt zurück. Auf unsere Insel. Auf die da. Also auf diese hier. Und wir nicht. Ja, ich weiß. Und ich hoffe, dass ich mich diesmal nicht vertue. Okay. Dem Sonnenaufgang entgegen mit Vollkaracho. Highspeed Rafting. Wir rudern jedem Hai davon. Ah, es ärgert mich immer noch, dass ich den Hai nicht erwischt habe. Aber es war ein guter Kampf. Komm, er war fair. Klar, in Küstennähe ein kleines bisschen buggy, aber was soll's. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, gegen einen Hai zu kämpfen. Das sagt kein Mensch in Wirklichkeit. Boah, sei ja unsere Insel. Lass es mich einmal richtig gemacht haben. Das ist schon spannend. Ich bin ein bisschen angespannt, ob das wirklich unsere Insel ist. Also, so blöd kann man doch gar nicht sein, Mensch.
Es ist unsere Insel. Ich sehe keine fällbaren Palmen. Na, Dobby? Wow. Wir sind zurück. Es hat funktioniert. Oh, ich freue mich gerade richtig. Glaubt ihr mir das? Baumaterial, Baumaterial, Baumaterial. Oh. Es kommt davon, wenn man vor lauter Haikampf vergisst zu essen. Mist. Ich muss doch gar nicht trinken jetzt. Es ist doch Verschwendung. Ach, was soll's. Vielleicht speichert er ja. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist Wunschdenken. Hin. Ist das denn wahr? Ja, das reicht. So verändert sich das, wenn ich das nur hoch und runter nehme. Das. Das muss mir mal einer erklären. Generalprobe. Ne, jetzt kommt die Probe, ob unser System funktioniert. Ah. 11, 12. So, 11, 12. Ein bisschen Zeit gut machen. Das darf man. Solange es noch geht. Irgendwann wird es sowieso vorbei sein. Rutsche, rutsche, rutsche. Ah, ein Hai. Dobby ist wieder da. Ah, und hier ist immer noch ein Wrack, auf dem ich gern tauchen würde. Mann, 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 Mann. Aber da bräuchte ich eine Wasserflasche. Obwohl, ne, so tief liegt das gar nicht. Wenn das oben rausguckt, kann das nicht so tief liegen. Aber hier in Hainähe ist mir das echt zu gefährlich.
Da wäre ich doch gerade fast vom Boot gefallen. So, rudert man mit kräftigen Zügen und Pull und Pull. Los geht's. Och, wie weit ist sie denn immer entfernt, die Insel? Pass auf, das ist jetzt eine völlig andere. Dann kriege ich echt die Krise. Nein, das ist er. Oh ja, das System funktioniert. Was ein System, wird er wohl einen Kompass lesen können? Sag mal. Nee, 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 da kann nicht jeder mit üben. Ich schon gar nicht. Ja, das ist unsere Insel. Das ist die Insel. Sehr schön. Ah, wo ist er, mein Feind? Gott. Erstaunst du, wie schnell ich war? Was, mein Freund? Soll ich mit dir kämpfen? Nee, keine Zeit. Na komm. Wir zerlegen erstmal alles. Oh, es wird Nacht. Bei Nacht sollten wir nicht zurückfahren. Das heißt, dass wir die ganze Nacht schön durcharbeiten können. Ich überlege, ob ich das offscreen machen soll. Das ständige Hin- und Herfahren und das Holz holen. Aber das gehört ja eigentlich auch alles dazu, ne? Das sind ja die Kleinigkeiten unterwegs, die das interessant machen. Allerdings, wo wir jetzt rausgefunden haben, wie schnell wir, dass wir schneller fahren können, sparen wir natürlich auch Zeit. Die Sache ist nur die, jetzt müssen wir das ganze Holz hin und her herscharen. Herscharen. Eine Mischung aus Schwimmen und Fahren. Was? Ja, wir haben uns die Inseln jetzt als Basis auserkoren und dann soll natürlich auch da drauf gebaut und gelebt werden. Ich weiß nur nicht, ob ich da jetzt weiter großartig anbauen kann. Ich hatte gerade überlegt, ich habe da zwei Plattformen aneinander gebaut. Ich müsste da eigentlich noch mehr. Die eine Ecke habe ich da so abgekapselt, aber das ist halt Wilsons Zimmer. Das lassen wir so. Ich über noch eine Ebene auf einer Ebene, das geht nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Wow, wir haben alles klein gemacht. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, oh, das ist, wenn man das einfach ins Boot legen könnte und losfahren, ne? Das wäre wirklich. Ja. Hab dich. In Ordnung, weiter. Oh, Stein, kann man mitnehmen. Wir nehmen einfach alles mit. Alles, was wir gebrauchen können. Hier sind noch zwei Palmen. Das ist schön, dass man nicht schlafen muss.
Und so kann man die Nacht zum Arbeiten nutzen. Nachtarbeiter. Und was hast du so gemacht? Heute die Nachtschicht auf der Insel. Was? Palmen kloppen. Mit Haien streiten. In Ordnung, wir haben ein paar Essensvorräte. Wir haben wieder zwei Palmen mehr. Da hinten sind auch noch welche. Hier waren noch Kokosnüsse. So. Meins. Meins. Das war alles? Nee. Meins. Meins. Nach denen da haben wir getaucht. Genau. Ah, Palme. Die Axt verabschiedet sich gleich. In Ordnung. Dann können wir ja jetzt hier wieder arbeiten. Wie viel haben wir? Ja, die hat noch ein bisschen was. Ne, ich weiß was Besseres. So. Arbeiten wir damit. Der zerlegt das nämlich dann direkt in Sticks. Die Axt, die trennt erst den Stamm ab. Was? Was soll das denn jetzt? So. Unglaublich. Vorhin hat er das... Hä? Ich verstehe es manchmal nicht. Egal. Harte körperliche Arbeit. Das formt den Charakter. Dumm. 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 Ach, Junge. Wunderbar, wunderbar. Nächster. Ja, nur harte Arbeit und sonst so. So ist das Leben auf der Insel. Von wegen Urlaub. Harte Arbeit, die ganze Zeit nur Maloche. Maloche, Maloche. Geht die ganze Folge schon wieder für Bäume kloppen drauf. Ich überlege das ernsthaft. Ich werde die Hin- und Herfahrten wahrscheinlich offscreen machen. Dann habe ich das ganze Material schon auf der Heimatinsel in der nächsten Folge. Fänd ich persönlich besser. Man muss das Ganze ja nicht unnötig auf Folgen strecken. Weil wie man hin und her fährt, das wisst ihr ja selber. Und ob ich da jetzt einen Hai begegne oder nicht, solange ich nicht drauf gehe, ist ja alles in Ordnung. Ich werde immer fleißig speichern. Ach, sag doch mal. Hä? Blöd oder was? So. Weil das sind ein paar Fahrten. Das ist jetzt eine Menge Material und so viel Platz habe ich auch nicht immer im Inventar. Von daher... Mit den ganzen Stämmen kann ich nichts machen, ne? So ein richtig schönes, großes Boot bauen? Nö. Natürlich nicht. Wer wird das denn machen?
Wenn ich eine Palme habe, dann haue ich die erstmal in kleine Stückchen und mache mir dünne Zweigchen draus. Hä? Naja. Jut, jut, da haben wir es doch gleich wieder. Wie sieht's denn aus? Och, ja. Kräftezehrend. Hier sieht's aus wie auf so einer wilden Baustelle. Haben wir die ganze Nacht durchgekloppt? Jo, ich glaube, die Sonne geht auf. Ja. Die Sonne geht auf. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ja. So viel dazu. Komm, Hunger. Da haben wir aber Glück gehabt, was? Wo ist es? Wo denn? Wo denn? Bin ich doof? Fährt ein Schiff vorbei? Hilfe! So helft mir doch! Ach, fahrt zur Hölle! Ich helfe mir selbst. So. Ich richte mich hier ein, dann geht's mir gut. Jetzt esse ich erstmal Kokosnuss. Was habt ihr jetzt davon? Was war das denn? Gut, so sieht's gut aus. In Ordnung, liebe Freunde. Das war's für heute. Für jetzt, also für diese Folge. Wie gesagt, diesen ganzen Stapel werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit offscreen hin und her fahren. Dass wir uns dann frisch und ausgeruht auf der Heimatinsel wiedersehen. Zwar, ich kann jetzt im Moment sowieso nicht los, weil Nebel ist. Aber da kriegen wir schon hin. Also, bis dahin.